Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kritischen Glossars. Was ist das kritische Glossar? Im kritischen Glossar nehmen wir uns Konzepte, Begriffe vor aus der geronnten psychiatrischen Versorgung und Betreuung, von denen wir glauben, dass man sie sich einmal näher angucken müsste. Zum heutigen Begriff. Ein Begriff, den Sie ständig in Ihrem Mund führen, ein Begriff, über den ständig geredet wird, über den politisch geredet wird, über den privat geredet wird, der für viele Menschen etwas bedeutet, aber offenbar für unterschiedliche Menschen auch Unterschiedliches bedeutet. Und es geht um den Begriff der Häuslichkeit oder des Zuhause. Und in diesem kritischen Glossar geht es um den Zusammenhang zwischen der Idee von Häuslichkeit und der Versorgung von Menschen bei Pflegebedürftigkeit. Fangen wir mal an mit der Ausgangslage von der Pflegebedürftigkeit. Wir haben in Deutschland ungefähr 3,4 Millionen Pflegebedürftige laut Statistischem Bundesamt und dem Bericht des Statistischen Bundesamts mit Stichtag Ende 2017. Von diesen 3,4 Millionen Pflegebedürftigen wären etwa 76% der Menschen außerhalb der stationären Pflege betreut oder wohnen, leben außerhalb der stationären Pflege, also wohnen, wie das Statistische Bundesamt das nennt, zu Hause oder in der Häuslichkeit. Ungefähr 24% der Menschen werden in der stationären Pflege, werden in einem Heim versorgt. Von denen, die zu Hause betreut werden, werden ca. 70% ausschließlich durch Angehörige betreut. Und ungefähr 30% der Menschen meistens durch einen Mix aus Angehörigen und ambulanten Pflegediensten. Die Frage, die wir uns stellen, ist, können wir davon ausgehen, dass die Menschen bei Pflegebedürftigkeit tatsächlich so wohnen wollen, wie es uns die Realität zeigt, nämlich 75% in der Häuslichkeit, 25% in der stationären Pflege. Es gibt eine Studie von Spangenberg und anderen, die im Jahre 2011 eine Umfrage gemacht haben zu Altersbildern und Alterswünschen. Die ist im Jahr 2013 erschienen und dort hat man repräsentativ für Deutschland 14- bis 97-jährige Personen befragt zu eben Altersbildern und Alterswünschen. Die Menschen von 45 bis 97 innerhalb dieser Studie, fast 2.500 Personen, die wiederum hat man explizit dazu befragt, wie sie denn im Alter bei Pflegebedürftigkeit wohnen möchten, wie und vor allen Dingen wo sie wohnen möchten. Die Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind, sind teils erwartet, aber es gibt einen Punkt, der auch ausgesprochen überraschend ist und sich überhaupt nicht mit der Realität deckt. Also, von denen, die sie befragt worden sind, haben über 60% oder 66% der Menschen gesagt, ich möchte weiterhin dort leben, wo ich, also weiterhin in meinem eigenen Haushalt leben und dann Hilfen bekommen bei Pflegebedürftigkeit. 20% der Leute haben gesagt, ich kann mir gut vorstellen, in neueren Wohnkonzepten, also betreutem Wohnen, Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen oder was auch immer alles dazugehört hat. Auch das ist erwartbar. Das nächste ist auch noch erwartbar. Von den Befragten, von diesen 2.500 Personen, haben ungefähr nur 5% der Leute gesagt, ich kann mir gut vorstellen, in einem Alten- und Pflegeheim zu wohnen. Ich betone nochmal diese 5%, weil in der Realität, wie ich Ihnen vorhin zu Beginn dieses Videos gesagt habe, leben ungefähr 25% der Pflegebedürftigen im Altenheim. In dieser repräsentativen Umfrage sagen nur 5%, dass sie sich das vorstellen können. Und jetzt kommt die eigentliche Überraschung aus dieser Spangenberg-Studie. Die eigentliche Überraschung ist die, dass es neben dem Alten- und Pflegeheim nur einen Ort gibt, an dem die Menschen genauso ungern bei Pflegebedürftigkeit leben wollen. Und das sind überraschend bei den Angehörigen. Ich hätte früher zumindest erwartet, dass viele, viele Menschen sagen, ich möchte bei meinen Kindern leben und so weiter. Laut dieser Studie, die immerhin repräsentativ ist, sagten aber nur 5% der Leute, dass sie bei ihren Angehörigen leben wollen. Und jetzt nehmen wir nochmal wieder einmal den Switch zu Beginn dieses Videos, als ich Ihnen berichtet habe von den Daten des Statistischen Bundesamtes. Das Statistische Bundesamt unterscheidet ausschließlich zwischen stationärer Versorgung und ambulanter Versorgung. Also stationärer Versorgung und Versorgung, wie Sie es selber nennen, zu Hause oder in der Häuslichkeit. Wenn ich mir aber den Begriff der Häuslichkeit anschaue, scheint wohl Häuslichkeit nicht gleich Häuslichkeit zu sein. Während das Statistische Bundesamt mit Häuslichkeit offenbar meint, in einem Privathaushalt,
meinen wir Menschen, die, wenn wir befragt werden, mit Häuslichkeit wohl eher etwas wie die eigene Wohnung, die Wohnung, in der ich immer gelebt habe. Und wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass das Statistische Bundesamt nur unterscheidet zwischen stationär und Häuslichkeit und vergisst aber oder bemerkt gar nicht, dass zum Beispiel, wenn ich zu meinen Kindern 500 Kilometer weit ziehen muss, um bei ihnen zu leben, bei Pflegebedürftigkeit, dass ich mich dort womöglich gar nicht zu Hause fühle und alles, was nicht stationär ist, automatisch als Häuslichkeit bezeichnet wird, dann liegen wir einfach falsch und wir gehen an den Realitäten völlig vorbei. Und dann ist auch die Forderung ambulant vor stationär eine falsche, denn ambulant ist eben nicht gleich ambulant. Die meisten Menschen wollen in ihrer Wohnung wohnen bleiben, auch vielleicht in der Wohnung, in der sie vorher schon mit Angehörigen gelebt haben. Aber sie wollen nicht in der Wohnung ihrer Angehörigen nach Pflegebedürftigkeit leben. Und das ist doch wirklich spannend. Das heißt, der Begriff von Zuhause und Häuslichkeit, den wir Menschen, wenn wir über unser eigenes Schicksal reden und über unsere Wünsche reden, das scheint ein völlig anderer zu sein, der beispielsweise vom Statistischen Bundesamt gebraucht wird und mit dem auch Politik gemacht wird. Ich unterstelle da keine böse Absicht, ganz im Gegenteil. Aber was ich unterstelle ist, dass wir bisher, obwohl diese Studie von 2013, es gibt aber auch noch andere Studien, die Ähnliches besagen, dass wir einfach nicht genau hingucken. Wir erwarten immer, dass Politiker, Gesundheitspolitiker und andere, aber auch Anbieter von Leistungen sagen, wir bieten den Menschen das, was sie wollen und was sie brauchen. Aber offenbar hören wir den Menschen nicht genügend zu. Häuslichkeit bedeutet eben nicht nur irgendwo zu wohnen, was nicht stationär ist. Insofern muss dieser Begriff neu gefasst werden, der muss auch im Gesetz neu gefasst werden, der muss in den Statistiken, in den Pressemitteilungen des Gesundheitsministeriums, überall dort muss er anders beschrieben werden. Wir müssen darüber reden, was die Menschen wirklich wollen. Und tatsächlich haben sie es uns auch schon in Studien erzählt. Insofern plädiere ich dafür, dass wir uns diesen Begriff und diese Unterscheidung und warum wollen viele nicht bei ihren Angehörigen leben? Was ist der Grund dafür? Ich habe Ideen, Sie vielleicht auch, aber das müssen wir uns mal genauer anschauen. Also ist ein sehr irreführender Begriff, der aber trotzdem in den aktuellen Debatten eine unglaublich hohe Relevanz hat. In diesem Sinne, lassen Sie uns dranbleiben, lassen Sie uns den Begriff näher angucken. Wir werden uns bestimmt nochmal dazu treffen. Bis dahin, Ihr Detlef Rüsing.